Aal, der jemals vor der Küste Ostfrieslands gefangen wurde, Jens Böttger, über den Superaal von Greetsiel. Das ist der Hafen von Greetsiel. Jeden Tag landen die Fischer hier tonnenweise Krabben an. Doch jetzt gelang zwei von ihnen ein wahrer Glücksfang. Ein Riesenfisch ging ihnen ins Netz. Ein Seeaal, 2,30 Meter lang und fast einen Zentner schwer. Der liegt nun tiefgefroren in der Seehundstation in Norddeich. Er könnte zwar gegessen werden, doch in die Pfanne soll der Aal nicht. Ja, wir wollen es möglichst präparieren. Wir müssen uns einmal nach dem gleichen Präparat umsehen. Und dann wollen wir es hier in der Seehundaufzuchtstation aufstellen. Gut 5 Jahre alt ist der Riesenfisch und ein Ereignis in Greetsiel. Alles spricht über ihn und die beiden Glücksfischer. Doch die kümmerten sich heute nicht groß um den Rummel. Mit Kutter Erna waren sie wieder auf See. Krabbenfang, denn nicht jeden Tag zappeln dicke Fische im Netz. Kommentar von Land zum Jahrhundertfang. Hey, das ist Glückssache. Die Fischer haben mal Glück gehabt und der Aal hat Pech gehabt. Aber der Konga überlebt auf alle Fälle. Zusammen mit kleinen Robbenbabys wird er demnächst die Attraktion der Ostfriesenküste, bis der nächste Riesenaal gefangen wird. Ein Wahnsinnsgerät, dieser Fisch. Bei uns jetzt die Nachrichten Teil 1 mit Andrea Lüttke.